Raudrasana ist die Bezeichnung einer Gruppe von Asanas. Es gibt verschiedene Weisen, wie man Asanas qualifizieren kann bzw. einteilen kann. Insgesamt gibt es ja etwa 1000 Asanas mit noch einigen 1000 Variationen und man kann Asanas einteilen in sitzende, liegende und stehende Asanas. Man kann die Asanas einteilen in Vorwärtsbeugen, Rückbeugen, Drehungen, Seitbeugen, Gleichgewichtsstellungen, Umkehrhaltung und Kraftübungen. Und es gibt die Einteilung in Brahmasana, Vaishnavasana, Raudrasana, Shaktasana und Shaivasana. Hinduismus sind drei Hauptunterteilungen. Es gibt die Shaivas, Vaishnavas und Shaktas. Und wenn man Hatha-Yoga übt, ist man natürlich religionsübergreifend. Es gibt auch Asanas, die nach Christus benannt sind, nach einigen christlichen Heiligen. Das sind so neuere Benennungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Es gibt Asanas benannt nach den Jain-Heiligen oder nach den buddhistischen Heiligen und sogar nach Sufi-Heiligen. Aber vor allen Dingen gibt es die Einteilung in die Gruppe der Vaishnava-Asanas, Vishnu-Asanas, der Shakta-Asanas, also der Asanas, die der göttlichen Mutter heilig sind, und den Shiva-Asanas, Shaiva-Asanas. Die Shaiva-Asanas werden wiederum eingeteilt in die Shaiva-Asanas im engeren Sinne und die Raudra-Asanas. Shiva hat ja zwei Hauptaspekte, den etwas vehementeren Aspekt, das ist Raudra-Asana, wo er eher der Zerstörer ist, und den eher freundlichen Aspekt, den gütigen Aspekt, da wird er als Shiva im engeren Sinne bezeichnet. Und dann gibt es eben auch noch die Brahma-Asanas, die Brahma gewidmet sind. Gut, unter den Raudra-Asanas erwähnt Garote in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas unter anderem Vajrasana, also den Fersensitz. Dann Virasana, was manchmal auch als Fersensitz bezeichnet wird, manchmal auch du sitzt auf einer Ferse und gibst den andere Bein über das Bein. Das ist dann Virasana. Und dann gibt es noch Siddhasana. Und Siddhasana, auch das zeigt gerade jetzt Angelina. Und dann gibt es noch Mayurasana, wozu wir verschiedene andere Videos haben. Also, wenn du die verschiedenen Hatha-Yoga-Übungen machst, kannst du auch manche besonders einem bestimmten Aspekt Gottes widmen. Oder du kannst allgemein Asanas auch als Ganzkörperverehrung Gottes, als Bhakti-Yoga üben.